Ja, Tag auch Leute und willkommen wieder zu StarCraft 2. Hat ein klein bisschen gedauert, habe eine kleine Pause gemacht. Das liegt daran, dass ich ziemlich viel Multiplayer gespielt habe und ihr habt ja auch gerade noch hoffentlich gesehen, ich habe auch das letzte Achievement noch nachgespielt, weil ich möchte eigentlich in einem Rutsch sowohl die Kampagne durchspielen, wie auch alle Achievements haben und das dauert dann halt ein bisschen länger, deswegen dauert es ab und zu ein bisschen auch und ja, jetzt geht's aber weiter. Und wir sind natürlich wieder auf der Hyperion. Und schauen mal, was uns dort gleich erwartet. Gute Arbeit, Sir. Die Bezahlung für Redstone hat uns wieder auf die Beine gebracht. Warum ist dieser Tosh an Bord? Er wollte sich mit Ihnen persönlich unterhalten. Es ginge um das Durchführen weiterer gemeinsamer Unternehmungen. Hast du schon was über ihn rausgefunden? Selbstverständlich. Und er ist kein Pirat. Gerüchten zufolge soll er ein abtrünniger Ghost sein und bis zu seinem Verschwinden einer der besten Auftragskiller der Liga. Jetzt hasst Mengsk ihn fast genauso inbrünstig wie Sie. Der Kerl gefällt mir jetzt schon. Trotzdem sollten wir ihn besser im Auge behalten. Jawohl. Ja, das ist ja praktisch. Da ist noch so einer ausgestoßen, genauso wie wir. Mit dem sollte ich auf jeden Fall mal reden, aber ich werde erstmal wieder so ein paar typische Sachen abklappern, nämlich erstmal die Nachrichten gucken. Auf UNN. Donny Vermillion für UNN. Ihre beste und einzige Anlaufstelle für die ungeschminkte Wahrheit. Heute enthüllt unsere Reporterin Kate Lockwell einen geheimen Krieg der Schatten, der zwischen unseren tapferen Liga-Ghosts und einem erbarmungslosen verborgenen Feind tobt. Danke, Donny. Mein Gesprächspartner ist John, ein des Liga-Ghosts. Stimmt es, dass Sie und Ihre gegen eine von gekämpft haben, die in der operierten? Was können Sie uns dazu sagen? Nun, Kate, ich bin nicht befugt, allzu viel dazu zu sagen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass uns eine auf keinen Fall. Wir gehen davon aus, dass und Sie werden. Ich bin mir sicher, wir werden heute Nacht alle ein wenig beruhigter einschlafen. Nun, da wir wissen, dass die Liga über uns wacht. Ich bin Donny Vermillion für UNN. Hier wieder eine dieser ominösen Nachrichten, wo wir eigentlich nichts verstehen und ja, von wegen ruhiger schlafen. Also das ist natürlich alles ein Witz. Aber wir gucken mal, was der Tychus Findlay noch für uns so auf dem Herzen hat. Hast du von einem Typen namens Gabriel Tosh gehört? Nur Gerüchte. Ich habe gehört, er war in so einem Geheimprojekt des Ghost-Programms, bei dem am Ende ein paar echt finstere Typen rausgekommen sind. Dann ist Tosh ausgetickt und untergetaucht. Bei solchen Leuten wäre ich ganz vorsichtig. Der schneidet dir schneller die Kehle durch, als du gucken kannst. Mit ausgetickten Ghosts kenne ich mich aus. Probleme habe ich nur mit solchen, die noch für Mengsk arbeiten. Ja, Ghosts, für alle, die es nicht wissen, das ist noch eine Einheit, die wir später bekommen werden. Das ist eine kleine, ja, wie soll ich sagen, Special-Einheit. Und ja, wir gehen wieder ins Arsenal, weil es gibt ja ein paar Upgrades. Hoffe ich doch mal. Hier immer noch der Feuerfresser. Jetzt haben wir auch noch Piraten an Bord. Kaczynski, mach am besten gleich mal eine Inventur. Oh. Aber ja, wir wollen ein paar Upgrades machen. Wir haben ja wieder... Wie viele Punkte haben wir denn? 150.000. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll hier. Vielleicht Sanitäter? Ne, hier. Zusätzliche Trefferpunkte für den Space Marine gekauft. Und ja, für den Bunker die Reichweite... Die erhöhte Reichweite finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Und was haben wir hier beim Rächer? Nicht gepanzerte Einheiten viel härter. Und dann hat er hier noch eine besondere Funktion. Die gibt es im Multiplayer nicht. Der hat so eine Art Granaten. Das sieht richtig fies aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das einsetze. Ich lasse das erstmal so, ich mache keine weiteren Upgrades und spare mir mein Geld. Vielleicht kommt ja noch was dazu. Und jetzt gehen wir schnell ins Labor. Commander, das außerirdische Artefakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Statman. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz Ohr. Was brauchst du?
alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jagt dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Statman? Ja, es klingt für mich, als wäre er schon viel, viel weiter, als er eigentlich angibt. Und wir gucken uns hier mal den Zerg-Tank an. Ja, sie machen hier ein paar Forschungsprojekte damit und ich kann jetzt auch, hier ist Artefakt übrigens. Kannst du mir irgendwas über dieses Artefakt erzählen? Ich muss zugeben, es ist mir irgendwie unheimlich. Ich habe ein paar vorläufige Tests durchgeführt. Dein Artefakt ist einige tausend Jahre alt, aber damit aus xenoarchäologischer Sicht gesehen immer noch ziemlich jung. Die meisten außerirdischen Artefakte sind mehrere Millionen Jahre alt. Im Vergleich dazu ist dieses hier erst gestern erschaffen worden. Sowas habe ich noch nie bei dem Protoss gesehen. Aber wenn es nicht von ihnen stammt, von wem dann? Ja, also Rätselraten um das Artefakt. Ich zeige euch jetzt immer noch, was wir in der Forschungskonsole machen können. Wir haben nämlich relativ viele Zerg-Punkte hier bekommen und können uns jetzt hier einen dieser zwei Sachen aussuchen. Entweder den Falkenturm, da kriegen meine Bunker noch oben noch ein Geschütz drauf. Das finde ich jetzt eigentlich nicht so gut. Ich mache lieber hier, dass meine Bunker 150 Trefferpunkte mehr haben. Und ja, kriege ich nochmal die Warnung, dass ich also den Falkenturm nicht erforschen kann. Und man muss sich halt immer für eine von zwei Sachen halt entscheiden. Gehen wir nochmal schnell in die Schiffsmesse. Das kennen wir schon. In der Brücke. Was ist da los? Ja, Missionsarchiv, Tosch. Mit dem rede ich allerdings erst das nächste Mal, weil wir wollen jetzt noch ein bisschen Action sehen. Der ist sowieso ein alter Ghost und da, dem traue ich jetzt sowieso noch nicht. So, und jetzt habe ich mir ausgesucht hier die, die Mission auf Monlith. Meinen, dass es noch ein Artefakt auf einem Planeten namens Monlith gibt. Angeblich wird es von Protoss bewacht, von Fanatikern, die sich Tal'Darim nennen. Jetzt werd aber nicht sentimental, weil du meinst, dass diese Tal'Darim deine alten Protoss-Kumpels sind. Das sind sie nämlich nicht. Ja, die Tal'Darim, eine Protoss-Untereinheit, beziehungsweise so eine Art, ja, Fraktion, die bekämpfen wir jetzt. Und als neue Einheit... Jimmy, genau wie die Typen von Möbius gesagt haben. Leicht verdientes Geld. Ich weiß nicht. Verdammt viele Protoss da unten. Vielleicht sollten wir... Was zur... Warnung. Mehrere Zerg-Biosignaturen entdeckt. War ja klar. Diese Viecher haben sich einfach da unten versteckt und gewartet. Keine Ahnung, aber jede Wette. Die sind aus dem gleichen Grund hier wie wir. Das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Wir können schlecht zwei Armeen auf einmal bekämpfen, Partner. Mit ein bisschen Glück brauchen wir das auch nicht. Wir müssen den Bereich am Schrein nur lange genug halten, bis das Artefakt geborgen ist. Also landen wir hier und schießen uns dann einen Weg durch die Protoss rein, während sie mit den Zerg beschäftigt sind. Ist nur eine Frage der Zeit, bis die Protoss von den Zerg überrannt werden. Und bis dahin sollten wir längst weg sein. Ja, und da geht's in die Mission, wenn zwei sich streiten. Habt gesehen, ich habe eine kleine Ingame-Nachricht bekommen, ist aber kein Problem. Ist ein guter Kumpel, mit dem ich in letzter Zeit auch ziemlich viele so Fun-Games, so 3 gegen 3 oder 4 gegen 4, wir haben immer relativ viele Leute abends online und da machen wir das dann halt mal, gezockt habe und ja, da hat vielleicht gedacht, dass wir jetzt auch eine Runde zocken können. Das werde ich vielleicht später noch machen und vielleicht werde ich euch irgendwann auch mal so ein 4 gegen 4 mal zeigen, vorausgesetzt, die anderen haben nichts dagegen. Aber jetzt natürlich wieder hier in der Kampagne und ja, mal schauen, wie schwer es ist, diese Artefakte zu bergen. 4 Stück sind es ja an der Zahl. Und wir können gespannt sein. So, da geht's wieder los. Direkt natürlich wieder ein bisschen was bauen. Ruckelt gerade auch ein bisschen. Ah, jetzt legt sie es gerade. Und ja, diese hier diese kompletten Pipes dazu haben, diese Pipeline-Bauten, sind eigentlich nicht so gut, weil dann gibt man ja sein Geld schon vorher aus, obwohl man noch nichts dafür bekommen hat. Ich würde sagen, Space Marine brauchen wir auch. Gegenüber den Streitkräften der Protoss stark in der Überzahl. Es ist wahrscheinlich, dass die Protoss in Kürze besiegt sein werden. Dann haben wir nur eine Möglichkeit. Wir müssen zu dem Artefakt vordringen, bevor die Zerg alles überrannt haben. Ja, die Zerg, ihr seht es hier oben, die greifen alles an. Müssen hier durchkommen.
Und wir müssen... Protoss-Hetzer sammeln sich in der Nähe unserer Basis. Oh oh. Protoss-Hetzer. Und wir müssen einfach schneller sein als die Zerg. Ich hab da was Neues für dich, Cowboy. Cool. Marodeure. Die neueste Errungenschaft in Sachen mächtiger Badabum. Bin mir nicht sicher, ob gerade die beste Zeit für Experimente ist, Swan. Ach was. Eine bessere Zeit dafür gibt es nicht. Lass die Marodeure doch mal auf diese Hetzer los und guck dir an, was passiert. Okay, wir haben Marodeure bekommen, die neuen Einheiten, die relativ gut sind gegen gepanzerte Einheiten. Ihr seht es auch hier. So, die können wir ab sofort auch bauen. Hier haben wir so für 100 Mints, also Minerals und 25 Gas. Aber ich brauche erstmal ein bisschen mehr hier normale Eco. Und setze meine Leute mal in die Bunker rein. Und er könnte eigentlich mal ein Versorgungsdepot bauen, beziehungsweise vielleicht auch gleich zwei. Da kommt auch ein drittes vielleicht noch. Ja, drittes und in die Minz zurück. Und ich könnte auch gleich mal Gas nehmen. Oh, hier ist sogar schon eins dieser Protoss-Relikte und hier vorne habe ich auch schon eins gesehen. Also zwei sind relativ leicht zu bekommen. Und, ah, ich brauche unbedingt Gas. Wobei, da ist ja Gas. Muss nur WWFs reinschicken. Der ist so cool, der Spruch, was nicht passt, wird passend gemacht. Gibt es auch einen sehr interessanten Film, einen guten deutschen Film. Mit so einer Baustelle, wo irgendwie man erst denkt, es ist jemand zu Tode gekommen, dann aber doch nicht. Ist aber ganz gut eigentlich, kann dir nur empfehlen. Guck mal rein. Aber ich will dir auch keine Filmtipps geben. Ich will euch zeigen, ein bisschen, wie man StarCraft ein bisschen besser spielt vielleicht als der Rest. So. Und wir könnten jetzt auf jeden Fall nochmal eine zweite Fabrik, hier eine zweite Baracke benötigen. Dass wir ein bisschen mehr Power haben. Warnung. Eintreffende Angriffswelle der Zerg geortet. Hm. Ja, kein Problem. So, jetzt können wir auch hier ja, Marodeure eigentlich bauen. Die brauchen wir hauptsächlich auch in der Mission. Plus ein paar Medics. Deswegen bauen wir jetzt auch direkt welche. Hier werde ich einen Reaktor dran bauen, dass ich also noch schneller Space Marines und so bauen kann. Wobei, nee, nee. Mache ich nicht? Nee, nee. Nee, also hier neue Baracke, eine dritte. Und hier machen wir noch ein Tech-Lab dran. Und dann bauen wir hier schön auch Marodeure. Oder Marauder. Hier, das ist eine ganz gute Echo-Line. Da fehlen noch so zwei, drei WWFs und dann ist die eigentlich ganz nett. Hier können wir übrigens auch mal einen reinstellen. Ihr seht auch die Marodeure, die haben zwei... belegen hier zwei Plätze. Also ich könnte keine sechs Marauder in einen Bunker stellen. Und was auch nicht schlecht wäre, sind die Updates. Schlechte Neuigkeiten? Nee. So, nochmal zwei Versorgungsdepots. Ja, Updates für die Space Marines könnte ich machen oder auch nicht. Nee, ich glaube, ich gehe komplett auf Marauder. So dürfte ich das eigentlich umgehen können. Und das werden wir jetzt gleich einsammeln, allerdings mit gleich meine ich leider erst beim nächsten Mal. Bleibt dran, bis dann.